Das letzte Mal, dass Jena so eine Siegesserie hinlegen konnte, war in der Aufstiegssaison 2016-2017. Heute ist Dirk Kuhnert praktisch verdammt, diese auszubauen, um den Anschluss an Liga Primus Viktoria Berlin halten zu können. Jena in Blau, aber ohne wirklichen Rückenwind. Das gute frühe Pressing macht sich nach knapp 20 Minuten zum ersten Mal richtig bezahlt. Die Chance von Fabian Eisele, Anfang Oktober nach Jena gekommen, bislang noch kein Tor erzielt, aber bei allen drei zuletzt in Rathenow schon beteiligt gewesen. Im direkten Gegenzug bekommen auch die Lausitzer ihre erste Möglichkeit. Über die rechte Seite Felix Brückmann. Der Pass geht durch vier Jena durch auf den von ganz hinten aneilenden Jan Koch. 1:0 Energie Cottbus. 22. Minute. Dirk Lottner seit Mitte September an der Seitenlinie. Seitdem gab es erst eine Niederlage am vergangenen Wochenende beim Berliner AK. Das sollte auch nur ein Ausrutscher gewesen sein. Cottbus hat nicht viele Chancen, aber sie nutzen Jenas größte Schwachstellen aus. 38. Minute, 2:0, Rico Gladro. Kurz vor der Pause ist es Johannes Schipke, der Unparteiische, mit der ersten kniffligen Szene. Er muss dieses Zusammenrauschen von Bergmann und Erlbeck bewerten. Schipke überlegt lange, zieht aber in der Konsequenz rot gegen Bergmann. Pause in Jena, 250 dürfen dem Duell der Traditionsvereine beiwohnen. Stimmung soll erst wieder in Hälfte 2 aufkommen. Jena endlich her auf dem eigenen Platz, trotz Unterzahl. 62. Minute, Freistoß Österhelwig. Stahl zum ersten, Nachschuss verkampft, Stahl zum zweiten. Ein 1:2 hätte die Lausitzer vielleicht noch mal ein wenig zum Zittern gebracht. Selbst beste Möglichkeiten kann Karl Zeiss in der Folge nicht verwerten. Die letzten 10 Minuten, wieder ist es Österhelwig, der die Szene zur Chance macht. Und dann ist es Fabian Eisele mit seinem endlich ersten Tor für Karl Zeiss Jena. Aber kommt das zu spät? Es ist eine irre Schlussphase. Kurz vor dem Abpfiff nochmal Jena. Alle sind sie im Cottbuser 16er versammelt. Schuss, Pfosten, es soll einfach nicht sein heute. Schwache erste Hälfte, exzellente zweite. Jena verliert 1:2 und muss Sonntag bei Altlinike versuchen, eine neue Serie aufzubauen.